So, weiter geht's mit Anno 1800 in der Arktis. Wir haben die ersten Entdeckers gemacht. Entdeckers, Mädels und Jungs. Und wir müssen jetzt die Leute mit Nahrung hier versorgen, ja? Ganz klar. Okay, der blockt sich tatsächlich. Man kann das ist ganz cool. Man kann so die meisten Sachen von denen hier. Ah, warte mal. Nee. Mist. So relativ gut ineinander bauen, relativ viel ineinander bauen, weil ja, die sich noch nicht so krass dann wegblocken. So, achso, doch, wir brauchen noch das Wal-Dings. Den Walfänger. Okay. So, der hat auch Wärme, das heißt, Nahrungsproduktion läuft. Aber ich kann das hier machen, das brauchen die noch gar nicht. Okay, also das kommt. Öllampen dauern noch ein bisschen. Den Rest, da bin ich gerade auch noch nicht bei. Bin ich ehrlich. Ich würde aber einfach sagen, wir... Ich habe doch beim letzten Mal extra hier Eichel Schmeichel, würde ich sagen. Hab mich eingeschmeichelt. Und jetzt mag die mich trotzdem wieder nicht. Die ist so scheiße, ne? Ich mag sie gar nicht. So, theoretisch müssten wir doch bis hierhin kommen. Jawohl. Ja, guck mal. So, und wir können... Wie, können wir hier noch? Ja, einen auf jeden Fall. Und einen müssten wir vielleicht sogar hier noch hinkriegen. Auf diese Seite. Hm, schade. Okay, dann müssen wir mal gucken, ob das klappt. Ach so, ja klar. Wir könnten aber ja auch so machen einfach. Dann können wir hier auf jeden Fall ja noch ein paar hinpacken. Eins, zwei. Naja, vielleicht sogar. Wir können sogar noch ein bisschen schieben und dann können wir noch vier hier hinpacken von den Walfängern. Das passt schon. Ich glaube auch Konto verschieben ging am Anfang nicht, oder? Ich glaube am Anfang von Anno, da konnte man die nicht verschieben. 1800. Ich glaube, das ging erst jetzt so ein bisschen später dann. Aber ich weiß es nicht genau. So, wie viele Leute ziehen denn jetzt hier ein? 3. Das heißt 7 pro Haus. Sehe ich irgendwie, wie viel ich habe? Wie viele Häuser? 40. Ja, für 500 hier reicht das noch nicht. Und ich kann auch erst bei 500 hier mein Konto erweitern und könnte dann erst... Ja. Effektiv, beziehungsweise halbwegs effektiv hier was herbringen. An Materialien. Ja, wir bauen einfach mal hier eine Kantine hin, eine neue. Aktuell haben wir ja auch noch Platz, so ist das nicht, ne? Also das ist ja alles... Ich glaube, so macht wahrscheinlich mit am meisten Sinn, ne? Vielleicht so. Obwohl wir eigentlich auch so machen können. So. Ja, so sind wir hier nicht ganz, aber das ist ja egal. Wir können einfach so machen. Sag mir, wird es Zeit für ein Seemannsbegräbnis? Ach du Blöde. So, jetzt hat er keine Kohle, das ist klar.
Oder beziehungsweise es war abzusehen. Weil halt immer nur eine Köhlerei auch nur einen ein Dings beliefert. Aber ist okay, wir arbeiten dran, Leute, wir arbeiten dran. Oh, guck mal, direkt neues Zwischenziel hier, ein Lager. Nice. So, jetzt brauchen wir das Ding hier. Am besten mal irgendwie so zwei. Der hat immer eine ganz gute Range, aber ist trotzdem eigentlich sinnvoller, wenn wir davon zwei hätten. Dann können die sich mal ausbilden hier. Jetzt brauchen wir Schlafsäcke. Dafür brauchen wir eine andere Insel. Weil wir die, die Robbenfängerei hier nicht machen können. So. Erwarten neue Horizonte. Wieso habe ich jetzt eigentlich die normale Anno-Musik hier, wenn ich an der Arktis bin? Das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Eine Aufgabe. Hallo? Meine Familie feiert den Geburtstag. Wo war das? Irgendwo hier. Gott sei Dank. Na toll. Schenk mir doch was Cooles. Sau. Okay, das reicht noch. So. Eigentlich müssten wir jetzt Holz haben, aber wir haben nicht so viel Holz, ne? Verdammt. Wie viel Holz brauchen wir denn? 2, 7. Ja. Plus 5 auf jeden Fall. Also 12 plus ein paar Gebäude plus Kantine. Ja, stimmt, wir brauchen hier eine Route dann, ja. Erwarten neue Horizonte. Bereit für den Einsatz. Das ist alles nicht so einfach, ne, die Arktis. Okay, also. Wir könnten uns überlegen, wo habe ich denn hier mal eine Bäckerei? Da. Achtung, der Boss. Ja. Das ist nicht so viel, dass wir das exportieren könnten zum nach oben. Und ich habe auch keine Arbeitskraft, um hier jetzt eine neue Produktlinie aufzuziehen, hätte ich beinahe gesagt. Dann haben wir auch noch Talg. Aber das geht natürlich sich auch 1:1 aus. Können wir also auch nicht so gut nach oben bringen. Dann haben wir Fleischkonserven. Davon können wir auf jeden Fall was mitnehmen. Das heißt, die brauchen wir nicht neu bauen. Ja. Also das heißt, die Lebensqualität ist so ein bisschen das Problem. Alles nicht so einfach. Alles nicht so einfach. Ach so, ja, warte mal, Flöten, warte mal, die wollen doch hier neue Flöten haben. Flöte. Ja, dann lass uns doch schon mal eine Route machen. Weil wir haben eine Aufgabe. Abgelenkt. Er schenkt mir was. Nee, du hast was für mich. Wie? Chronographen, brauche ich da noch gar nicht, bist du doof? Wir haben doch hier, hier ist das Lager doch so voll.
Das heißt... Okay, pass auf, wir machen eine neue Route. So. Einer neuen Gruppe zuordnen, bitte. Jetzt haben wir hier ein Schiff. Das ist das hier. So, du lädst hier... Le Messing. Einmal reicht, glaube ich. Ne? Wir haben 100er Kapazität. Einmal... ich hab's bald. Nein, wir suchen nicht in der Suchzeile. Wir finden das schon. Aber es war ganz unten. Einmal flöten, einmal... Ja, komm, wir nehmen schon mal Fleischkonserven mit. Ich kann eh noch nicht viel von denen abladen in der Arktis, aber ist egal. So. So, jetzt haben wir hier eine neue Gruppe. Alte Welt, Arktis. So, nice. Okay, das heißt, die ersten Ressourcen kommen. Brauchen wir noch nicht zwangsweise die ganzen Sachen, aber kann ja nicht schaden. Wir müssen uns dann nochmal überlegen, wie machen wir das mit dem Handel hier oben. Habe ich hier noch irgendwo einen Schoner oder habe ich den verkauft? Ne, der ist in Betrieb, ne? Weil ich muss ja eigentlich erstmal lange Zeit nur dieses Robbenfleisch hin und her transportieren, würde ich sagen. Weswegen wir überlegen können, ob wir uns einfach so einen dusseligen Schoner holen. Der kostet halt nichts, ne? Aber ich habe halt gar keine Arbeitskraft. Warte, dann können wir so lange mal hier... Können wir die Stein... Hütten hier mal lahmlegen zum Beispiel. Mist, Kanonengießerei ist noch lahmgelegt. Was könnte man noch lahmlegen mal eben? Ja, komm. Dann können wir auch parallel die Lehmgrube lahmlegen. So. Dann kann das Schiff mal eben gebaut werden. Weil dann können wir die Transporte oder beziehungsweise die Route hier einfach mit einem Schoner machen. Mehr brauchen wir ja eigentlich nicht. So, der Rest ist ja egal, also keine Ahnung. So. 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 Mist. Okay, müssen wir noch ein bisschen Holz holen. Noch ein bisschen. Wir haben ja noch ein wenig Holz über. Ja, wir nehmen das Ganze jetzt mal eben mit, was wir hier noch haben. Ab wann brauchen die das Essen? 100, ja okay, das schaffen wir ja locker. Und wie viel hat so eine Robbenfängerei an? 20. Wow. So, okay. Das heißt, wir brauchen 10 für den Köhler. Und... Bin nicht sicher, ob das so sein sollte. Dann nochmal 20 für den Robbenfänger. Ich glaube, auch ein Robbenfänger reicht für... Für zweimal Schlafsack. Alles bereit. Okay, das ist ja chillig. Auf Ihren Befehl. So, wir haben
Den können wir auch mal eben bauen, einfach schon mal. Wir haben 3 pro Gebäude, richtig? Schiff vom Stapel gelaufen. Schona ist fertig. So, pass auf. Du nimmst mal von hier ein bisschen Holz mit und dann kannst du ein bisschen Holz noch mit in die Arktis bringen. Wenn wir schon mal unterwegs sind, ne? So. Nice. So, Köhler arbeitet, hat auch genug Arbeitskraft. Der hat natürlich noch nicht genug Arbeitskraft und der hat auch keine Wärme, weil ist noch keine Wärme da. Neue Befehle? Nee, du bist doch ein falsches Schiff. Was soll das? Ach, der ist wieder nicht da, weil er gegen den Wind segelt, die lahme Schnecke. No. Okay, dann haben wir aber gleich irgendwann wahrscheinlich genug Wärme, weil wir haben dann die Schlafsäcke und die Flöten sind ja auch quasi unterwegs. Also sind auf jeden Fall unterwegs. Was brauchen wir hier noch? Die Gänsefedern, ne? Das heißt, wir können 2-mal Schlafsack machen. Müssen wir, glaube ich, sogar auch, weil ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, reicht einmal auch gar nicht. Brauchen wir 4-mal die Gänse-Leute hier. Uff, das ist ganz schön krass. Erwarten neue Horizonte. So, wir müssen dann ja sowieso noch auf unseren Schoner warten, das heißt da... brauchen wir eh noch einen Moment. So. Dann können wir ja mal gucken. Wir hatten beim letzten Mal vor ein paar Folgen irgendwie das Thema, dass wir keinen Einfluss haben. Was wollten wir denn nochmal mit Einfluss machen? Man weiß es nicht mehr, ne? Einfach. Keine Ahnung. Oh, wir konnten Exportwaren steigern. Das ist nice. Ich weiß nicht, was wir gesteigert haben. Okay, wir können... Was, wie viel Milch habe ich hier? Wieso handle ich das nicht? Was macht Sinn? Was könnte man mal machen? Moin Moin, Kollege, ne? Sind wir hier am Hafen oder was? Schmuck. Melonen wäre nice. Der lohnt sich gar nicht, leider. Milch ist halt komplett Müll zum Handeln, ne? Haben wir irgendwas, was relativ... Hier sowas zum Beispiel. Ja, wieso nicht? Für den Schuster. Oder so. Guck mal, wir haben ja Milch. Wir brauchen ja gar keine Milch. Weil wir die aktuell überhaupt null verwenden. Das heißt, wir können ja locker sagen, wir machen 250 davon. Wir brauchen sie ja effektiv gar nicht. So, hier können wir keinen Talg herholen. Okay. Hier auch nicht. Warum auch immer Talg? Ach so. Och Leute, ich habe doch gar keine Zeit hier. Melonen ausverkauft. Melonen. Ich hab. Leute, ihr braucht gar keine Melonen. Ihr seid einfach Schmutz. Ihr Schweine. Okay, dann holen wir jetzt Melonen. Keine Änderung? Wirklich? Okay, das geht sogar. 30 zu 100? Ist okay. Guck mal, machen wir hier auch mal. Weil davon haben wir auch so viele. Machen wir 150. Das hast du halt im Überfluss. Das ist halt einfach. Einfach krass. Kirschen brauchen wir nicht. Machen wir... Wie viele Kühe kriegen wir? Wofür brauchen wir Äpfel? Ich habe keine Ahnung. Machen wir... Ah ja, deswegen habe ich Talg gemacht, ne? Kautschuk kann ich jetzt machen, Glühfäden. Taschenuhren importieren, aber ich habe keine gute Sache, Taschenuhren zu importieren.
Hier auch. Dieses hier zu importieren macht wahrscheinlich später Sinn, aber ich habe kein hochwertiges Produkt, wo ich sagen würde, das würde sich halt lohnen. Also ich würde vernünftig was wiederkriegen. Ja, komm, machen wir nochmal Melonen. Komm, machen wir hier 100. Wir haben so viel davon. Okay, so. Look at this. Okay. Perfekt, haben wir die Handelsroute nochmal wieder auf Vordermann gebracht.